Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder eingeschaltet habt, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute habe ich ein Video für euch und zwar Safe Blind Buys. Die Blindkäufe, wo ich sagen kann, die sind relativ sicher, Leute. Relativ, weil Blindkäufe sind nie hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen was für jeden Geschmack ausgesucht und zeige euch einfach, welche meiner Meinung nach aus meiner Kollektion die sichersten Blindkäufe sind. Also wenn es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran. Und wenn ihr noch nicht Teil unserer wunderschönen kleinen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt ihr es euch, abonniert meinen Kanal. Ich würde sehr freuen, euch hier zu begrüßen. Und ansonsten legen wir los mit meinem ersten sicheren Blindkauf. Und zwar hätte ich da für euch Twilly Dermes. Ich habe ihn euch schon oft vorgestellt, Leute, für mich ein absoluter Signature Scent. Wir haben hier Ingwer, Tuberose und Sandelholz. Er ist auf jeden Fall blumig, würzig, Leute. Wenn ihr in Richtung blumig, würzig und eine Ingwernote euch vorstellen könnt und ihr das mögt, bin ich mir relativ sicher, ihr werdet den mögen. Der ist crowd-pleasing. Der ist sogar ein Duft, wo ich sagen muss, Menschen, die keine Parfums mögen, die sich immer gestört fühlen, haben bei dem hier kein Problem. Meine eigene Erfahrung. Deswegen finde ich, er ist alltagstauglich, er ist bürotauglich, er ist überall hin tauglich. Das ist etwas, damit fallt ihr auf, aber nie penetrant. Damit seid ihr immer elegant, classy. Das ist wirklich so ein classy Duft. Sehr weiblich, sehr elegant, frisch zugleich, ganze Jahr übertragbar, hat eine wundervolle Sillage, aber nie zu viel und hält sehr lange auf der Haut für einen Designerduft, Leute. 7, 8 Stunden, sogar teilweise mehr. Ich nehme den sehr lange wahr und ich finde es einen wundervollen Duft und für mich, wenn ihr die Duftnoten und diese Richtung von Düften mögt, ein relativ sicherer Blindkauf. Twilly Dermes. Der nächste kommt aus der Nische und es ist Delox von Tiziana Terenzi. Auch den kennt ihr schon sehr gut. Das ist für die Kaffeeliebhaber da draußen für euch, Leute. Wenn ihr Kaffee, Rose, Honig, diese Richtung liebt, werdet ihr den ziemlich sicher mögen. Das ist für mich, für Kaffeeliebhaber, ein sehr sicherer Blindkauf. Er ist blumig süß mit Kaffee und der Kaffee ist ein Milchkaffee. Es ist kein gerösteter Kaffee, sondern wirklich ein milchiger Latte Macchiato. Rose, Vanille, Iris, Honig und Moschus und ich nehme alles davon wahr. Ich nehme den Honig wahr, ich nehme die Rose wahr. Der Kaffee ist die ganze Zeit präsent. Das ist ein sehr edler Kaffeeduft, ein sehr weiblicher Kaffeeduft, obwohl es ein Unisex ist und Männer können den definitiv auch tragen, Leute. Aber ich finde, er lehnt sehr weiblich und der Kaffee ist wunderschön hier, Leute. Das ist wirklich cremig, vanillig, süß, aber nie zu süß. Der Honig gibt ihm gerade so die richtige Süße. Wirklich mega. Wenn ihr Kaffee, Honig, Rose, wenn das euers ist mit Vanille, ist das definitiv ein sicherer Blindkauf. Der hält an mir den ganzen Tag, hat eine wundervolle Sillage, ist kein Raumfüller. Das ist eher etwas näher zu euch, aber man wird euch riechen, man wird euch wahrnehmen und ihr werdet Komplimente bekommen. Delox Tiziana Terenzi. Den nächsten hat wahrscheinlich schon fast jeder, der mir heute zuguckt. Es ist Montals Roses Musk. Für mich, wenn ihr Rose, Jasmin und Moschus mögt, und ihr so ein bisschen in diese synthetische Schiene euch nichts ausmacht, werdet ihr den sehr wahrscheinlich lieben, Leute. Der ist einfach blumig, süß. Er hat so eine leichte Herbe. Es ist für mich eine herbe Rose. Starker Moschus, sehr präsent. Den Jasmin nehme ich auch wahr, aber im Ganzen hat er halt diese Montal-Synthetik, was die Montal-Düfte alle haben. Diesen Stempel haben sie alle. Bombastische Haltbarkeit, Leute, der hält über 24 Stunden, der hat eine raumfüllende Sillage, damit werdet ihr gerochen, absoluter Unisex-Scent, wunderschöner Duft. Wenn ihr Rose Moschus liebt, probiert den und ich bin mir relativ sicher, ihr müsst nur diese Synthetik auch mögen. Das ist hier halt so das, der einzige kleine Haken. Ansonsten wunderschöner Alltagsduft, geht überall hin, immer zu jeder Jahreszeit, zu jeder Gelegenheit, Roses Musk, einer meiner Top-Favoriten überhaupt. Jetzt habe ich etwas für die Liebhaber von leichteren Düften. Und zwar ist das Miss Dior Rose & Roses. Wenn ihr blumig süße Rose, Mandarine mit viel Bergamotte und sehr viel Moschus,
Der ist wirklich rosig, blumig, leicht, Leute. Wenn ihr so diese Richtung euers ist, bin ich fast sicher, werdet ihr den mögen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den irgendjemand nicht mag. Das ist wirklich so ein Immergeher. Den könnt ihr zu jeder Gelegenheit. Der geht wirklich, der wird nie jemanden stören. Der ist nicht penetrant. Der ist leicht, aber er ist blumig, er ist jugendlich, er ist verspielt, er ist süß. Jede Altersgruppe, im Sommer, im Frühling ist der mega. Der ist frisch, der erfrischt. Ihr seid trotzdem elegant weiblich. Und ich finde, er hat so einen sexy Touch auch, trotz, dass er so leicht und blumig ist. Miss Dior Rose and Roses, das ist das Eau de Toilette. Leute, ich finde, das ist ein sehr sicherer Blindkauf, wenn ihr in diese Richtung leichte, blumige Rosendüfte mögt. Für mich ein sicherer Blindkauf. Jetzt habe ich was für die zitrischen Liebhaber da draußen. Und zwar ist das Mandarino di Amalfi Aqua von Tom Ford. Wenn ihr zitrische, frische Düfte mögt, mit Minze, Johannisbeere, Zitrone, Bergamotte, Grapefruit, Orangenblüte und sehr viel Moschus, werdet ihr den mögen, Leute. Für mich ein sehr sicherer Blindkauf. Der ist wirklich, die Orange riecht man, die Grapefruit riecht man, die Zitrone, die Minze. Er ist frisch, frisch, zitrisch, frisch. Für den Sommer ein Traum, Leute. Ich trage den sehr oft am Strand, wenn es warm war, wirklich im Hochsommer. Er gibt einem diese Erfrischung, auch bürotauglich. Nie penetrant, nie zu viel. Er ist wirklich leicht, aber er erfrischt im Sommer, wenn es heiß ist, will ich gar nicht diese schweren Düfte. Deswegen mag ich den hier megamäßig. Neroli di Amalfi steht auf meiner Wunschliste. Auch ein mega, mega Duft, Leute. Der wird auch noch irgendwann bei mir einziehen, aber der Mandarino, den habe ich jetzt schon die zweite Flasche. Ich habe eine komplette schon leer gemacht und ich finde, das ist ein mega sicherer Blindkauf, wenn ihr auf zitrische, frische Düfte steht. Mandarino di Amalfi Aqua von Tom Ford. Der nächste, ich glaube, den liebt sowieso schon jeder, Leute. Es ist für mich aber trotzdem immer wieder ein ganz sicherer Blindkauf. Flora Botanica von Balenciaga. Wenn ihr blumig, frisch, Minze, Rose, Vetiver, er hat eine leichte Hanfnote, die muss man mögen. Das ist so ein Blumengarten, Leute. Ihr riecht das und ihr fühlt euch sofort versetzt in einen riesen Blumengarten mit tausenden blühenden Blumen jeglicher Art. Das ist dieser Duft. Der geht überall hin, der hält den ganzen Tag. Für einen Designerduft für mich einfach eine Granate. Und wenn ihr diese Art von Düften liebt, werdet ihr den, ich denke, zu 99% mögen. Ich habe aus meiner Erfahrung sehr viele Leute erlebt, die ihn probiert haben. Ich habe noch nie gehört, dass ihn jemand komplett nicht mochte. Habe ich noch nicht gehört. Deswegen für mich definitiv ein sehr sicherer Blindkauf. Flora Botanica von Balenciaga. Der nächste kommt aus dem Hause Van Cleef & Arpels und das ist ein Duft für die holzigen Liebhaber da draußen und das ist Bois Doré. Wenn ihr holzige Düfte mögt, mit leicht mineralischem Unterton, Leute, der ist traumhaft schön. Der ist einfach traumhaft schön. Mit Vanille, mit Tonkabohne, der ist warm, mit Zedernholz und sehr viel Moschus, aber er hat auch so eine mineralische Meeresbrise. Er ist nicht aquatisch, Leute. Er ist wirklich Tonkabohne, Vanille, holzig. Süß, aber nicht zu süß. Er ist absolut unisex-tauglich. Wunderschöner, kuschel, holziger. Also wenn ihr wirklich auf holzige Tonkabohne, Vanilledüfte abfahrt, Leute, das ist für mich ein 100% sicherer Blindkauf. Den wird jeder mögen. Ich habe noch nie gehört, dass ihn irgendjemand nicht mag. Der hat eine sehr gute Haltbarkeit, eine sehr schöne Sillage und der geht auch im Sommer, Leute. Der geht wirklich auch im Sommer. Das ist kein schwerer Orientaler, nichts in diese Richtung. Dieses Mineralische, was er so ein bisschen hat, aber nicht aquatisch, nur mineralisch, gibt ihm so diese leichte Frische dabei und ihr habt so diese Tonkabohne Vanille schwere holzige und dieses Mineralische hält ihn auf und zusammen ist es ein Meisterwerk für mich. Bois Doré für die holzigen Liebhaber, für mich sicherer Blindkauf, Leute, ganz sicher. Der nächste ist für die pudrigen Liebhaber, cremig-pudrig, Narciso von Narciso, Leute. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, er ist blumig-pudrig mit Gardenie, Rose, sehr viel Moschus, dem Rodriguez-Moschus, der in jedem seiner Düfte mitschwingt.
Amber, Vetiver und Zeder. Das ist frisch gewaschen. Das ist wirklich frisch, frisch, frische Wäsche. Aber er hat einen sexy Unterton. Ich finde, der geht immer. Das ist ein absoluter Signature-Scent, wenn ihr auf frisch gewaschene Düfte steht. Leicht pudrige, sehr cremige Düfte. Er ist noch nicht mal so pudrig, er ist mehr cremig. Aber er hat so einen pudrigen Unterton, finde ich. Und wenn ihr einfach nur frisch, gepflegt riechen wollt, Leute, das ist für mich ein sehr, sehr sicherer Blindkauf. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, der riecht nicht gut. Sehr, sehr gute Haltbarkeit auf meiner Haut. 8 Stunden definitiv. Wenn ich ihn übersprühe, komme ich sogar auf mehr. Und ich finde, es ist ein sehr sicherer Blindkauf. Narciso von Narciso. Der nächste ist etwas für die etwas auffälligeren Liebhaber, die einen etwas penetranteren Duft mögen. Und da hätte ich La Belle von Gaultier. Wenn ihr, Leute, süß, fruchtig, das euers ist, etwas, was auffällt, wirklich schreit, hier bin ich, wo ihr wirklich, ihr wollt auffallen mit eurem Duft, ihr wollt nichts Zurückhaltendes, ihr wollt wirklich auffallen. La Belle ist das Richtige. Mit Vanille, einer sehr sexy Birne, Leute. Ich habe euch schon gesagt, Birne ist nicht meine liebste Note, aber hier ist sie wirklich sexy. Moschus mit blumigen, blumige Noten sind drin, Röstaromen sind drin, was ihm so ein bisschen Tiefe gibt und auch so ein bisschen so Ecken und Kanten. Er ist überhaupt nicht langweilig, finde ich. Er hat auch Leder, aber das Leder nehme ich nicht wahr, Leute. Überhaupt nicht. Aber alles in allem, ich finde, der ist einfach sexy, weiblich, ohne Ende. Der schreit, der ist hier verführerisch, einfach nur sehr speziell. Aber für mich, wenn ihr diese Richtung fruchtig, blumig, süß, auffällig, wenn das alles euer Ding ist, so dieses Gaultier auffällig, was wir kennen. La Belle finde ich einen relativ sicheren Blindkauf. Ich glaube nicht, dass den einer wirklich gar nicht mögen wird. Es sei denn, ihr mögt keine auffälligen Düfte. Dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr so auffällige Düfte mögt, La Belle von Gaultier. Der nächste kommt aus dem Hause Diptyque und es ist Dosson von Diptyque, das Eau de Toilette. Das ist, wenn ihr Tuberose, Orangenblüte, Jasmin und eine leichte maritime Note euch vorstellen könnt. Leute, der ist so gut, ich könnte mich da reinlegen. Er ist nie aquatisch, überhaupt nicht. Er ist blumig. Er ist blumig, er ist süß, aber zu keinem Zeitpunkt pappig. Signature Scent tauglich, Leute, ohne Ende. Das ist ein Unisex-Duft, aber ich finde, er lehnt so ein bisschen mehr zur weiblichen Seite, für meine Meinung. Das ist bürotauglich, das ist überall hin tauglich. Damit werdet ihr niemanden stören, obwohl Tuberose und Jasmin drin sind. Aber sie sind sehr, sehr umgänglich. Er ist da, er ist sexy, finde ich, auf seine Art und Weise. Mein Mann liebt ihn zum Beispiel an mir sehr, ohne penetrant zu sein. Ihr seid da, man nimmt euch wahr, aber ihr ärgert niemanden damit. Zumindest mal nicht im Negativen. Ihr werdet auffallen, aber niemals negativ. Sehr elegant, classy. Mega, Leute. Mega Duft. Dosson, wenn ihr die Duftnoten mögt, ist das für mich ein relativ sicherer Blindkauf. Das ist das Eau de Toilette. Jetzt habe ich noch was für die Jasmin-Tuberosen-Liebhaber, was für mich im Prinzip, wenn ihr Jasmin-Tuberose mögt, fast einer der sichersten Blindkäufe ist. Es ist Giorgio's Armani My Way. Der ist blumig süß, Leute. Wie gesagt, Orangenblüte, Tuberose und Jasmin mit Bergamotte, Vanille und Moschus. Der geht immer. Der geht immer. Das ist für mich ein absoluter Signature Scent. Ich liebe den. Das ist meine zweite Flasche, Leute. Ich habe eine Flasche schon benutzt. Ich greife fast immer zu ihm. Da muss ich nie nachdenken. Den liebt auch jeder. Ich habe etliche Komplimente auf ihn bekommen. Die Haltbarkeit könnte etwas besser sein. Aber ich würde jetzt mal so sagen, ja, 7 Stunden ist er da. Dann sprühe ich ihn nach. Aber alles in allem, der geht immer, den könnt ihr überall hintragen. Und ich denke, wenn ihr die Duftnoten mögt, ist das für mich ein sicherer Blindkauf. My Way, Giorgio Armani. Und die letzten zwei kommen aus dem Haus Mikalev, Leute. Und dann hätte ich einmal was für die Kokosnussliebehaber da draußen. Und zwar ist es Ylang'in Gold von Mikalev. Das ist ein blumig, süßer Duft, Leute. Nichts Unauffälliges. Das ist schon präsent und es ist auch schwieriger, also schwieriger in der Süße. Es ist relativ süß. Die, die keine süßen Düfte mögen, ist nicht für euch. Wir haben Mandarine, Rosmarin, Salbei, Magnolie,
Maiglöckchen ist drin, Ylang Ylang, Kokosnuss, Vanille. Alles in allem, Leute, der ist sehr cremig, der ist wahnsinnig sexy, er ist wahnsinnig weiblich. Der ist mir im Hochsommer definitiv zu viel. Das ist für mich eher Frühling, Herbst, Winter. Für den Sommer ist er mir einfach too much. Vielleicht irgendwie abends, aber auch da greife ich nicht zu ihm. Trotzdem, Leute, wahnsinnig toller weiblicher Duft. Wenn ihr die Duftnoten mögt, ist das für mich ein relativ sicherer Blindkauf. Meiner Meinung nach. Klar, wie gesagt, sie sind nie sicher, diese Blindkäufe. Ich tätige sie ja selber immer, immer wieder. Ich habe Gott sei Dank Glück die meiste Zeit, aber auch ich kann mal daneben greifen. Aber der ist für mich, Leute, ein relativ sicherer Blindkauf. Ylang in Gold. Mega Haltbarkeit, Leute. 10 Stunden und aufwärts, den kriege ich kaum runter. Der hat wahnsinnig gute Haltbarkeit und sehr, sehr gute Sillage. Und der letzte, Leute, und für mich aus dem Hause Mikalev der sicherste Blindkauf überhaupt, wenn ihr diese Art von Düften mögt, das ist Ananda. Ananda ist blumig, fruchtig, wirklich sehr fruchtig, Leute, mit Birne, Pflaume, schwarze Johannisbeere und Zitrone, wenn ihr diese fruchtigen Noten mögt und ihr mögt Rose, Veilchen und Moschus, bisschen Vanille, das ist für mich der Brautduft. Der ist jugendlich, verspielt, sexy, heiter. Wirklich so ein Happy Scent, absoluter Signature Scent, der strengt nie an, der geht das ganze Jahr über, der geht ins Büro, der geht ins Krankenhaus mit Patienten, ganz egal welchen Job ihr habt, den könnt ihr immer tragen. Wenn ihr blumig, frische, fruchtige Düfte mögt, Ananda von Mikalev, Leute, damit könnt ihr nichts falsch machen. Ich garantiere es euch, ich habe noch nie jemanden erlebt, der den nicht mochte. Er ist so zart, er ist edel, er ist wirklich, ich sehe da so eine zerbrechliche Frau, so sehr elegant, jugendlich, jedes Alter tragbar, Leute. Das ist für mich so ein Jungbrunnen. Wenn ich dieses Parfum trage, fühle ich mich 20 Jahre jünger. Ich sage es euch ehrlich, das ist das Gefühl, was mir dieser Duft gibt. Weil er einfach so leicht ist. Er hat eine mega Sillage, Leute. Der füllt euch einen Raum. Man mag es nicht glauben und er hat eine sehr, sehr gute Haltbarkeit. Und trotzdem ist er nie zu viel. Er ist nicht penetrant. Er nervt niemanden. Er ist sehr, sehr angenehm. Er hat auch so ein bisschen was von gepflegt, frisch geduscht, aber in der blumigen Art und Weise, blumig-fruchtigen Art und Weise. Ananda von Mikalev. Leute, das waren sie. Meine Blindkäufe, die ich so für euch jetzt ausgesucht habe. Ich hoffe, es war vielleicht einer für euch dabei, wo ihr schon lang drüber nachgedacht habt. Sollt ihr oder sollt ihr nicht? Die Blindkäufe sind so, wie sie sind. Ich drücke euch die Daumen, dass euer nächster Blindkauf ein Erfolg sein wird und mir natürlich auch. Wir haben zurzeit die schwere Zeit, wir können die Düfte nicht probieren. Deswegen bleibt uns nichts anderes. Und mir bleibt euch nur alles Gute zu wünschen und euch die Daumen zu drücken, dass der nächste Blindkauf erfolgreich wird. Und ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ich sehe euch bald wieder in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.